Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie den auf dem Nach. Besoffen im Dienst, Alter. Jetzt. Kosher garments and a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. 3. Drei, zwei, eins. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR. Diesmal in Los Berlinos. Ja, wir sind wieder deutsch. Ja, wir sind hier in Los Berlinos. Wir haben morgen, hier, da geht die Sonne auf. Und geht hier so rüber und dann da unter. Und ja, das heißt, wir übernehmen die Tagschicht. Keine Ahnung, ob es dafür einen Namen gibt. Ich sage dazu Tagschicht. Wir fahren wieder nach Verkehrsregeln. Und was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch ansprechen. Ach genau. Wir sind ja hier in Los Berlinos, ne? Das Straßennetz sieht zufällig sehr ähnlich aus wie das von Los Angeles. Machst du nichts, ne? Allerdings ist nach Los Berlinos, liegt direkt an der Grenze zu... Oh, scheiße, das habe ich mir keinen Namen überlegt. Los Berlinos liegt an der Grenze zu... Nee, wir machen kein echtes Land. Warte, überlegen uns ein Land. Schreibt mal ein Land in die Kommentare, zu dem Los Berlinos dazugehören, angrenzen soll. Weil die Units, die wir sehen, wenn wir den Highway dann immer im Norden hochfahren, die sind nicht einfach nur scheiße. Haben nicht die falsche Uniform an oder so, sondern die sind einfach von einem anderen Land und übernehmen dann quasi. Und deswegen liegt Los Berlinos an der Grenze. So, wir haben grün. Possible Hooker, nee. So kriegt man immer die beiden im Rutsch. Ich finde die Einsätze mega öde, weil ich die nicht hinbekomme. Stone Police Vehicle ist auch viel interessanter. So, wir haben hier Stone Police Vehicle, da dürfen wir drüber fahren. Ist denn das? Ist da oben, oder? Und wir fahren hier mal kurz mit Sonnen. Ach, Mama kommt Laffy eh hoch. Ey, der Herr. Bleiben Sie mal. Der fährt, glaube ich, eh nicht, oder? Ey, nein. Bleiben Sie. Okay, alles klar. Verfolgungsjagd. Ah, nein, man darf das ja nicht machen. Mann. Wir machen mal Local Patrol. Brauchen wir jetzt Unterstützung. Oh Gott. Alter, what the fuck. Das Ding. Nein, nicht mehr reinfahren, bitte. Okay. So, wir fahren mal ein bisschen First Person. Nein. Ja, wieso steigen sie aus? Sie müssen weiterfahren. Ja, wir sind wieder im deutschen Setting. Das deutsche Setting mögt ihr lieber. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber es ist einfach so. So, komm. Jetzt, ja, hier, da. Nicht Taser. Wie macht man das denn? Keine Ahnung, da, hier, bleiben sie stehen. Und werden sie angefahren, danke. Vielen Dank. Jetzt bleiben Sie stehen. Jetzt. Komm, ich nehme Sie fest. Komm. Perfekt. So. Okay, für Sie haben wir... Weil wir fahren Sie mal selber zur Wache. Wobei, nee, wir schaffen eh so wenig, weil wir immer in den Ampeln stehen bleiben. Dann holen wir für Sie einen Transporter. Weil sonst kommen wir ja gar nicht voran heute. So. Alter, unsere Karre da gerade ein bisschen kaputt gefahren. Nee, okay, perfekt. Jetzt hupen sie doch nicht so rum. Wieso steigen ja nicht alle aus jetzt? Ist doch nicht. Nein, die fahren da nicht runter. Okay, perfekt. Oh Gott, nicht mich umfahren. So, ja gut, ich wünsche ihnen einen schönen Aufenthalt. Achso, warte, wir müssen die Karre noch abschleppen. Und die Karre ist schon abgeschleppt. Okay, gut, never mind. Aber hier ist ein Auto, was irgendwie keinen Führer hat. Hallo, da hat ein Beifahrer. Ja, Herr Beifahrer, wo ist denn Ihr Fahrer? Ja, der kommt sicherlich wieder. Lass ich das mal durchgehen. Komm. Suspected Meth Lab. Okay, dann das nehmen wir an. Achso, den fahren wir aber ohne Sondersignal. Warte mal. Lass mich mal durch. Ich kürze mal hier über den Gehweg ab, weil ich glaube, das wird sich heute nicht mehr auflösen, die Schlange hier. Ja, soviel zum Thema. Mann, jetzt fahren sie alle.
Okay, wir haben. Dann fahren wir mal mit Sirene, weil so ein Meth-Labor ist natürlich schon wichtig. Oh, das tut mir leid, scheiße. Okay. Aha, nicht. Okay. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei der KI, dass sie mir irgendwie so immer so mega in die Seite reinfährt, was sie ja auch nicht oft getan hat, ne? Und die KI ist echt so unberechenbar. Also wir parken mal hier. Ey, nicht. Jetzt sind sie hingefallen. Okay, ich glaube, hier dürfen wir die Waffe ziehen. Jetzt bleiben sie stehen. Scheiße. Wir brauchen Unterstützung. Ah, nicht das EMB-Menü öffnen. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie den auf dem nach dem besoffen im Dienst, Alter. Jetzt bringen Sie nach unten. Boah, der hat deinen Platz für den Reifen hier verschreck. So. Ja, beruhigen Sie sich. Moment, wo ist der andere? Okay, warte, für Sie um ihn. Nein, Ihre Komplizin verpisst sich so gerade. Finde ich aber nicht friendly. Okay, warte, da fahren wir nochmal mit dem Auto hin. Ja, da müssen wir auf jeden Fall, wie weit. Ah, ich glaube, die kümmern sich schnell. Wir fahren trotzdem zur Verstärkung hin. So, komm. Ah, wir sind durchs Reinrennen. Wie in so einem Film, weißt du, die Officer. Rennen sie so durchs Bild durch. Ja, das ist nice. Ja, hier, viel Spaß. Machen sie Morgensport, ne? So, da. Oh Gott, da hinten ist er. Finde ich irgendwie witzig. So, hier, komm, bleiben Sie stehen. Ey, jetzt haben Sie sich hier durchs Auto ge... Jetzt, nein, Waffe. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Ja, braver Suspekt. Hat ich sich gerade den Kopf an der Treppe angeschlagen? Finde ich irgendwie witzig. Was für Mongos. Kein Wunder, fährt die KI so scheiße hier in Los Berlinos. So, für Sie und den Transporter. Ja, guten Tag. Ah, guck mal, sind Sie auch mal da. Oh, das ist ein Hund. Guten Tag. Hat Ihnen der Sport gefallen? Ich hoffe ja schon. So, Sie kommen mit. Müssen wir das Meth-Labor eigentlich noch inspizieren? Jetzt warten wir erstmal, bis für Sie ein. Genau. Ja, gut, dann können wir jetzt weiterfahren. Mann zu. So. Fahren nach hinten. Es müsste ohne Spaß, wenn einer von euch Modder ist, ne? Bringt bitte mal eine Mod raus, dass wenn man nicht W drückt, dass der langsamer anfährt. Weil das ist total behindert, dass immer die Reifen durchdrehen. Also wenn einer von euch sich damit auskennt, meldet euch mal, dann könnt ihr da gerne eine Mod für machen oder mir irgendwie die Zeilen dafür geben, dass ich sie einfügen kann oder whatever. Das finde ich sehr freundlich, weil ich habe davon nämlich null Ahnung und ich mache dann einfach alles kaputt bei mir. Das ist immer so, wenn man keine Ahnung von was hat, macht man einfach alles kaputt. So, jetzt haben wir hier das Meth-Labor. Ne, wie gesagt, falls ihr euch irgendwie an... Das zahlt dann die Polizei. Ey! Ne, falls ihr euch damit auskennt, wie gesagt, schreibt mich mal an. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Was ist in diesem Labor? Ein Winterco. Ja, Wintermantel ist jetzt nicht so verbotener Gegenstand. Auch wenn man nicht verstörbar bei den Temperaturen. Steht da irgendwie vielleicht, wie viel Grad wir gerade haben? Nö. A Spare Change. Ja, und eine Motorhaube ist da noch was. Und dann, aber da war Meth. Meth muss ja irgendwo zu finden sein. A pack of Redwood Cigarettes and a bottle of Hair Gel. Du, da ist nichts drin, dann schlepp mal ab. Komm. Machen wir Nägel mit Köpfen, schleppen wir den Bus hier ab. Außerdem steht er ein bisschen in der Verbotszone. Weißt du, halb auf der Wiese und halb auf der linken Spur. Das sind mir die Liebsten, ja. Guck mal hier, Buffsack-Werbung, die Börse in GTA. Na, wir sind irgendwo gegengefahren. Das wüsste ich aber. Wo sind wir denn gegengefahren? Na gut, dann reparieren wir mal. Wir dürfen eh reparieren. So, der Abschlepper kommt. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr hier vor Ort sein. Fahren wir weiter. Na, Kollege. Oh. Komm, den halt mal an hier. Der hat uns nämlich angeguckt. Oh. Bleiben Sie. Ey! Nein, der flüchtet. Suspekt flüchtet. Suspekt. Halten Sie den Mongo. Ey, bleiben Sie stehen.
Das gibt's nicht. Der ist schneller als wir, oder? Den kriegen wir so nicht. Ist aber scheiße jetzt. Dann tasern wir jetzt, oder? So. Den kriegen wir auf die Entfernung aber nicht. Wir müssen näher ran. Aber warte mal, ist er schneller? Ich glaube nämlich nicht, dass er schneller ist. Naja, bringt nichts. Alter, ich renne mir durchs halbe Gebiet. Jetzt bleiben sie stehen. Okay, da müssen Schuss abfeuern. Es tut mir leid. Hallo. Oh, oh, wer ist denn das der Richtige? Nein, er rennt um die Ecke. Bleiben sie stehen. Der in dem hässlichen... Jetzt habe ich den falschen erschossen. Scheiße. Komm, bleiben sie stehen. Das gibt's nicht. Okay, jetzt sind wir wieder nah dran. Komm, wenn er jetzt um die Ecke rennt, perfekt. Jetzt haben wir den mega eingeholt. So. Jetzt gehen sie aus dem Weg. Jetzt gehen sie aus dem Weg hier. Mensch. Nein. Alter, das gibt's. Komm, überfahr ihn. Ich bin ein böser Kopf, ich weiß. Hallo, jetzt bleiben Sie doch mal stehen hier. Ich renne dem doch jetzt in die 5 Stunden hinterher. Ich habe was Besseres zu tun. Alter, dass das Ding hier nicht trifft, ne? Jetzt sind wir gleich wieder in der Karre, sehe ich unten links. Und bin mal nach rechts ab, dann sind wir wieder in der Karre. Perfekt. Kann ich gleich mit dem Auto verfolgen. Ja, endlich, Alter. Jetzt bleiben sie doch mal bitte stehen. Komm. Beziehungsweise, komm, bleiben sie mal einfach mal so stehen. Ich möchte sie einmal durchsuchen. Was haben sie denn dabei, dass sie von mir flüchten? Das war eine normale Verkehrskontrolle, Mensch. Ja, sie werden mir nicht irgendwas beibringen. Von Nothing of Interview, wieso flüchten sie dann? Ich laufe ihnen hier durch Teil Los Berlinos und sie flüchten. Naja, aber sie sind geflüchtet. Sie haben sich der Verkehrskontrolle entzogen. Sie sind festgenommen. Sie sind festgenommen, ja. Wenn sie sich der Verkehrskontrolle entziehen, dann ist da kein Pardon. Pardon? Kein Pardon? Dann müssen wir sie mitnehmen. Und dann kommen noch schon die Kollegen. Guten Tag. Nicht uns umfahren, okay. So, komm, der ist jetzt festgenommen. Dann laufen wir mal zur Karre. Ja, guten Tag. Ja, sind Sie ruhig. Mensch, beschweren Sie sich nicht. Mensch, So, da hinten steht unsere Karre. Ein Assault. Oh Gott, ein Mord. Ein, wie übersetzt man das auf Deutsch? Ein getöteter Mensch, soweit ich weiß. Oder eine Tötung im Gange. Ist es Assault, dass er schon tot ist, oder ist es Assault, dass er noch getötet wird? Ah, genau, dass er schon getötet wurde. Oh, hä, Moment, nee, stimmt gar nicht. Assault ist nicht mehr, dass er getötet wurde. Assault ist einfach... Ach, keine Ahnung. Weil Homicide ist Mord. Egal, wir fragen jetzt. Guten Tag. Oh, scheiße, habe ich den Einsatz beendet. Nein. Nein. Ich bin so behindert. Da unten stand Steuerung Y. Ich dachte, das wäre die Taste zum Reden. Das war die Taste zum Beenden. Och, Mann. Ja, okay, komm, dann kontrollier mal kurz den LKW hier. Und dann sind wir rechts ran. Oder links ran. Hauptsache, sie bleiben nicht mitten auf der... Genau. Irgendjemand macht die wieder Radau, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Denn wir haben hier einen LKW. Guten, oh, sie sind eine Frau. Guten Tag. Ey, ich möchte mit Sie reden. So. Einmal bitte Ihre ID. ID, ID, ID. Kyla Vollschick. Irgendjemand ist ja gerade ausgestiegen, oder? License is valid, no active
Barons, so, pass auf, dann kontrollieren wir einmal noch ihr Auto. Beziehungsweise da dürfen wir in ihr Auto. Da haben sie irgendwas Illegales drin. Kommt drauf an. Ja, nö. Drinking, why don't you brutalize me? Ja, weil ich die Mod nicht installiert habe. Have you done any illegal drugs recently? Yes. Can I search your vehicle? Hell no. Alles klar, sie steigen aus. Weil wenn sie schon zugeben, dass sie Drogen haben, dann durchsuche ich sie jetzt auch einmal. Ja, komm. Nicht da lang untersuchen. Na, egal. A Recept to Ammunition. Ja gut, das ist ja erstmal legal. Jetzt kommen sie mal von der Straße hier weg. Kommt halt nicht von der Straße hier weg. Was sagt ihr immer? Simpson Self? Habt ihr ein dort. Was sagten die immer? Simpson Self? Halt die Fresse, du bist festgenommen. So. Einmal Transporter in die Interstate 2. Zum Glück ist das sehr aussagekräftig, wenn das Ganze die Interstate ist. So, den LKW durchsuchen wir aber auch einmal, ne? Wobei, das geht, glaube ich, gar nicht. Und das war doch dieser scheiß LKW, wo das nicht ging. So, ihr Beifahrer muss auch mal aussteigen. Machen Sie mal aus. Genau. Sie sind aber soweit befreit, weil, was soll ich gegen sie machen? Jetzt rennen sie da aus dem Weg. Sie sind befreit, aber wenn sie jetzt in den LKW einsteigen, sind sie festgenommen. Okay, sie sind festgenommen. Ey. Wieso steigen alle ein? Sie sind festgenommen, hallo. Sie sind festgenommen. Mensch, bleiben sie stehen. Sie sind festgenommen. Sie sind festgenommen. Festgenommen. Okay, so. So, für sie um den Transporter und den hier schleppen wir ab. So. Hallo. Was hat denn da für ein T-Shirt? Just over. Just. Ach so, just love the. So. Ich weiß nicht, was da steht, weil das abgedeckt wird. So. Irgendwas liebt er auf jeden Fall. Oh Gott, die fahren hier wieder zusammen. Ich komme hier niemals raus. Oh Gott, es kommt noch ein zweiter LKW von hinten. Ich komme hier niemals raus. Na, wobei. Oh, ups. Ja, wir reparieren einmal. Wir dürfen ja. Komm, fahren Sie mal. Fahren Sie, genau. Nein, jetzt haben Sie mir eine Schramme reingefahren. Das merkt ihr mal fünffach. Mensch. Homeless people, alles klar. Die sind obdachlos, die sind böse. Dann fahren wir da hin. Also wir drehen einmal in Sondersignalen. Aber eigentlich ist das nicht Roleplay. Nee, das ist nicht, wobei, jetzt müssen wir geradeaus fahren. Ach komm, ganz ehrlich. Das Vergehen nehme ich mir jetzt. Das ist homeless people, ja. Da ist Eile gefragt. Homeless, was machen denn die homeless people um 14 Uhr? Oh, jetzt hätten wir da raus müssen. Ja gut, jetzt müssen wir aber geradeaus fahren. Das war jetzt nämlich meine eigene Schuld. Das war meine eigene Schuld jetzt. So. So. Wir drehen hier einmal. Oh, jetzt ruft hier jemand an. Ist aber nicht schön. Egal. Ich hoffe, das hört man nicht zu arg. Jetzt ruft hier irgendjemand an, ey. Gibt's nicht. Aber da ruft schon den ganzen Tag jemand an. Das geht mir voll auf die Eier. Aber ich weiß halt nicht, wer das ist. Und deswegen gehe ich da nicht dran. Das ist meine Philosophie. Wenn ich weiß, wer das ist, gehe ich nicht dran. So. Hoffentlich geht sich der Anrufbeantworter an. Nee, zum Glück nicht. Okay. So, obdachlose Person, bleiben wir mal wieder stehen hier. Ah! Ist sie ernsthaft gestorben? Nee. Bleiben sie stehen. Okay. Was soll ich mit ihnen machen? Soll ich sie durchsuchen? Ich weiß gar nicht, was haben sie denn? Sie sind obdachlos, aber was soll ich denn... Was soll ich denn da machen? Nothing of interest.
Dann bleiben sie halt fern von der Innenstadt, weil sie stinken. Yep, yep, about. Weil wir müssen die festnehmen, weil sonst... Komm, wir nehmen sie jetzt fest. Weil sie sind zur Fahndung ausgeschrieben. Dann wollen wir mal hier, ne, auch unseren Job erledigen. Hallo. So, komm da schon. Gut. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer neuen Folge morgen im US-Setting wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht es gut. Tschüssel.